Ja, hier melde ich mich wieder zurück bei Sword of Mana. Ja, ich weiß, ich habe jetzt eine etwas kleinere Pause gemacht. Aber naja, es hat ja auch einen guten Grund, ne? Also ich habe ja erstmal ein bisschen Pause gebraucht. Also ich habe ja auch ein bisschen B-Live, deswegen. Und bei mir schien jetzt übers Wochenende bis heute so schön die Sonne, da habe ich das direkt ausgenutzt und ja, hier melde ich mich endlich wieder zurück bei Sword of Mana. Aber die kleine Pause, die tat auch ein bisschen gut, deswegen. Ja, genau, wir haben ja hier letztens jetzt beim Illusionsberg aufgehört gehabt und mit Lester natürlich und ja, dann wollen wir mal weiter. Ja, genau, der Illusionsberg. Oh, toll. Ah, garantiert auch wieder den Bogen benutzen. Obwohl, habe ich noch eine andere Stoß. Ja. Roter Schleim. Oh Gott. Na, das fängt ja schon gut an, die Aufnahme. Oh Gott, ey, halten die aus, ey. Und ich hoffe. Ah ne, Lester hat ein Level abbekommen. Stimmt ja. Und die Abwehr ist bei mir scheiße. Warum? Ganz einfach. Gegen den Schleim. So. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal hier mich erstmal wieder dran gewöhnen, ey. Genau, hier. Oh Gott, da oben bin ich ja schon. Wow. Also ich glaube, wir haben jetzt schon fast alles aufgedeckt. Also ich denke mal, das Spiel wird auch bald durch sein. Habe ich so ein Gefühl. Wo ist denn der rote Schleim? Na komm, zeig dich. Hallo, wo bist du? Ah, da. Kirschblob. Ja, passt. So. Oh, hallo. Hä? Okay, Gesichtfelsen, die ihr Gesicht auch immer verändern. Okay. Ja, danke. Ja, danke, dass du mich angekotzt hast. Oh, Mann, scheiß Schleim, ey. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Kann ich das auch ändern? Ja. Okay. Lol. Ach so. Okay, jetzt verstehe ich es. Ach so. Das rechte Gesicht, das muss ein Lächeln haben. Das sagt das doch. Ein schönes Rätsel. Und wieder Schleim. Nee, diesmal wieder die Körpersfreunde. Fantastisch. Aua. Oh, guckt er jetzt aber traurig. So, und bam. Wow, 64 Crit. Geil. So. Und da ist eine Kiste. Fantastisch. Gummifrosch. Mit einem Gummifrosch drin. Natürlich. Ja. Geht's da wieder weiter? Ja, der ist voll jetzt. Okay, das war jetzt ein Bug. Der war in der Wand. Und da ist jetzt natürlich eine Kiste, die ich jetzt nicht holen kann. Das ist schon wieder so ein Gesicht, okay? Oh, toll. Super. Das da ist im Arsch. Was hat ihr denn für komische Viecher? Guck ich mal gleich. Ja, aber so schwer als die Schleimmonster-Viecher sind die nicht. Ah, da war so ein Heulwolf. Hölle. Okay. Hm. Okay, okay. Ach, du Scheiße. Ich glaube, da... Ah ja, hm. Ich glaube, da müssen alle Gesichter immer ein Grinsen haben oder ein lachendes Gesicht. Und
natürlich eine Falle. Fantastisch, das darf ja nicht fehlen. Oh, eine Erdmünze. Wow, 199 Schaden, ey. Wow. Ja, wegen dem Cheat, den ich jetzt beim Pflanzenboss da benutzt habe. Ja, ich wollte wirklich keine Cheats hier aktivieren, aber der Boss, der hat mir keine andere Wahl gelassen, ey. Ja. Ich kriege aber trotzdem auch Level-Ups. Fantastisch. Okay. Okay. Gut zu wissen, dass ich noch Level-Ups bekomme. Hä? Okay. Aua. Haben doch jetzt alle ein lachendes Gesicht. Ja, super. Eine Poltertruhe. Das darf ja nicht fehlen. Oh, nee, ey. So. Nein. 104, sofort tot. Okay. Ja, das kennen wir ja schon langsam. Das haben doch jetzt alle. Oder habe ich irgendwo Fels gesehen? Ne. Ja, geile Attacken habt ihr drauf. Okay. Aua, aua, aua. Und nicht von hinten, ey. Ja, ich mag gleich ein Kamehameha. Gut, du hast es nicht anders verdient. Okay, oder die müssen ein anderes Gesicht haben. Das kann auch sein. Muss ja nicht immer heißen, dass die alle lachen müssen. Vielleicht müssen die ernsthaft gucken. Und wieder eine Poltertruhe. Deswegen habe ich auch die Tower jetzt ausgerüstet. Ah ja, du musst jetzt ein normales Gesicht haben. Okay, gut. Ja, also da muss ich immer ausprobieren. Mit den Steingesichtern da. So. Bin mal gespannt, wie groß die Höhle hier ist, oder beziehungsweise der Illusionsberg ist allgemein. Und da oben ist eine Kiste. Wie soll ich die denn jetzt bitte schön holen? Wie? Lol. Aua. Oh ja, das macht jetzt sehr schön. Oh, jetzt mach ich ein Kamehameha. So. Also die regen schon ein bisschen auf, die Heulwölfe. Boah. Okay, nee, komm. Dann benutze ich da mal... Ja komm, das Schwert kann ich ja eigentlich auch mal wieder ein bisschen trainieren. Wie komme ich da hin? Ach so komme ich da hin, ja. Ist auch ein bisschen logisch. Oh, Marmor, sehr gut. Und einfach runterspringen, ne? Oder hochspringen. Kann ich jetzt auch noch hier irgendwie runter? Ah ja, oder so. Gut. Ah ja, dann... Ah, das ist eindeutig, wen ich da aktivieren muss. Hatzinger. Entschuldigung. Apropos. Uns fehlt ja sowieso jetzt nur noch ein Elementgeist oder Mana-Geist, und zwar Nocturne. Und dann haben wir alle. Wow, machst du viel Schaden, ey. Alter Schwede. Hä? Ach so, das Ding muss erst aktiv sein. Ja, ich muss mich erstmal wieder an das Spiel gewöhnen. So. Och, nee. Warum muss das denn jetzt gerade wieder der Schleim sein? Mal gucken, wie viel der Bogen abzieht an den Viechern. Ja, ein bisschen mehr. Nee. Das war nur durch den Crit. Nee, dann ist, glaube ich, die Kette besser. Ja. Ja, ein bisschen besser. Oh, das dauert aber trotzdem noch ganz schön lange. Ja, und das war voll daneben. Haben die jetzt gerade ein sehr doofes Gesicht gehabt? Ja, schön.
Boah, halt nicht aus, ey. Und da unten ist eine Kiste. Wow, sofort holen. Nachdem wir den nervigen Schleim besiegt haben. Ach ja. Orca-Büste. Okay. Ist da oben noch irgendwas? Nee. Gut. Okay. Bernhard. Oh, nicht schon wieder die Motten, ey. Ja, ich wollte mal Laserstrahl. Ich kenne euch schon langsam. Wie viel zieht das Schwert ab? Ah, auch nicht allzu viel. Boah, ey. Oh, die Schildkröten machen auch wieder mit. Die waren auch bei Secret of Mana da. Super. Ja, krieg ich noch, danke. Oh, die haben einen Morgenstern. Au. Okay. Ich bin neugierig. Ach ja, und die zweite Stufe von den Motten, wie heißen die? Da sind wir auch alle neugierig. Leuchtmotte. Ah ja, ich glaube, das ist die. Und. Ja, was sind die anderen? Da. Zinnkröte. Okay. Okay, gut. Oh, ja, wieder ein Rätsel. Obwohl. Ja, doch, nehmen. Okay, Moment. Oh, nee, kann ich gar nichts machen. Oh, Kisten. Haben, aber wie? Wie? Rüberspringen kann ich ja nirgendwo. Nee, scheiße. Okay, ich glaube, hier müssen wir gar nichts machen. Aber hier wieder, okay. Oh ja, schön. Aua. Scheiße. Ah ne, da geht's noch weiter. Okay, den Weg habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich wirklich nichts gesagt. Wow, die können tolle Seifenblasen machen. Boom. Naja, 56, es geht. Fantastisch. Und... Ah ja, und da haben wir den Flegel erhalten. Sehr gut. Eine neue Waffe. Und ich glaube, das ist jetzt auch die letzte, die wir bekommen können. Schlagen. Ah, unsere zweite Schlagwaffe. Super. Oh Gott. Oh, dieser Balamarsch, ey. Ach du Scheiße. Aber mal gucken, wie stark sie ist. Kann ich das Gesicht wieder ändern? Ja. Okay. Wo geht's weiter? Ja, ich verstehe das jetzt irgendwie nicht so richtig. Jetzt muss er hier irgendwie weitergehen. Moment mal. Was für ein Gesicht hatte denn das andere? Ja, super. Wow, 92. Wow. Ha, wir haben die gleiche Waffe. Wie geil. Ja, so kann ich die auch ein bisschen trainieren, das ist gut. Wo war jetzt das Gesicht? Also gegen die Mottenmonster ist die Waffe sehr gut. Auch wenn die ein bisschen lahmarschig ist. Na komm. Hallo, Kiste. Hallo? Ja, super, dass ich die jetzt nicht nehmen durfte. Fantastisch. Ach nee, da muss ich noch ein Gebiet weiter nach unten, genau. Wird das gut grimmig. Wie sieht denn hier Spezialteil aus? Achso, okay. Nee, da kann ich auch nichts machen. Okay. Okay. Ich
verstehe das Rätsel jetzt auch wieder nicht so richtig mit dem Gesichtfelsen da. Aber wir kriegen es ja schon raus, keine Panik. Ja, es muss ja weiter nach oben gehen. Also das Gesicht, das guckt jetzt ein bisschen grimmig. Okay. Mal gucken. Vielleicht muss das andere Gesicht auch so gucken. Aua. Aua. Alter. So. Das war das. Weil es auch eine ganz kleine Fernkampfwaffe ist, auch gut. Ja, hallo. Boah, komm. Ja, hallo, was kannst du für Attacken, ey? Alter Schwede. So, mal gucken. So. Ja. Ja. Ach nee, ich glaube, ich weiß wie. Moment mal. So. So muss das, glaube ich, aussehen. Und dann muss ich wahrscheinlich wieder zurück. So kann ich es mir zumindest vorstellen. Ja, in voller Laserstrahl, super. Ja. Warum? Ja, nee. Ich kann die nicht angreifen, aber die kann mich angreifen, die Motte. Ja, nee, ist klar. Alter Schwede. Bam. So muss es laufen. Schon wieder. So. So muss es laufen. Oh, diesmal wieder nur okay. Vielen Dank. Ja, gucken wir mal. Sonst weiß ich nicht, wie es... Ah ja. Oh, Gott sei Dank. Nee. Was ich gerade sagen wollte, sonst wüsste ich nicht, wie ich das jetzt am besten veranstalten könnte. Deswegen. Ja, super. Oh, die regen mich auf. Ja, und ich bin verwirrt. Super. Gut, dass es hier noch die Speed-Taste gibt. Schon wieder. Mann. So, jetzt aber. Und es geht hier weiter. Und hier sind hier die Kürbisse. Ah ja, Kette. Boah, ich drück schon so schnell wie es geht den A-Knopf. Bei den Kürbissen muss man wirklich sehr schnell angreifen können, ey. Weil die explodieren ja, deswegen. Genau so. Jetzt natürlich die Frage. Ja, Jack-Kürbis, fantastisch. Ich glaube, das muss so. Die müssen so, glaube ich, schauen. Huh. Gute Frage. Erstmal die Kirschblobs vernichten. Oh, bitte ein bisschen schneller. Alter Schwede. Man muss sich mal ausprobieren. Oder die müssen auch wieder lächeln. Ich weiß das nicht. Einfach mal ausprobieren. Nee. Nee, Moment mal. Moment mal. Gehe ich hier nochmal komplett raus und dann nochmal rein.
So. Okay, also... Ja, oder die müssen böse gucken. Das kann auch sein. So wie das Gesicht hier. Ja, danke. Ja, da brauchst du gar nicht so doof gucken, Kürbis. So. Okay, oder die müssen böse gucken. Das kann auch sein. Einfach mal ausprobieren. So. Pflanzenfleisch. Fantastisch. So, ne? So guckt das untere Gesicht, ne? Ja. Richtig schön grimmig. Boah. Ich hasse die Kirschblobs. Die können mir viel zu viel aushalten. Komm, geh down. Super. Passiert. Merkwürdig. Ach, da ist ja auch noch einer. Ah! Boah, der war aber jetzt sehr gut versteckt, ey. Okay, und da geht's auch weiter. Boah, der war ja wirklich jetzt gut versteckt, ey. Und? Naja, großer Samen. Für den Garten ist es wieder gut. Falls wir überhaupt noch einen Kaktus-Blumentopf da sehen. Einmal Schokolade und Grand-Eis. Okay, gut. Nee. Ah, ich glaube, das war jetzt nur so ein kleiner Bonusraum. Oh. Jetzt ist natürlich die Frage... Der guckt normal. Ach so, ne? Ja. Oh, die nerven, die Viecher. So. Nein, das war doof. Oh, kommt, geht down. Ja, da muss der ja auch nochmal gucken. So, genau. Na komm. So. Ja, da muss er auch nochmal gucken. So. Eins. Zwei. Hä? Okay. Nee. Hä, die gucken doch alle nur mal. Hm. Okay. Vielleicht müssen die anders gucken. Vielleicht grimmig. Ja, ihr tollen Kürbisse, ey. Ja, super. Ah, dann kann ich ja mal ausprobieren, ob jetzt die Mondschein an denen auch weh tut. Oh, Mann. Ja, doch. Na komm. Ja, super. Nee, die müssen anders gucken. Oh, ist das ein tolles Rätsel. Ja, muss ich halt mal ausprobieren, wie die gucken müssen.
Ja, toll, danke. 112, was ist das? Ja, super. Oh, ich muss mich heilen. Okay, das war kein Schaden, ne? Obwohl der explodiert ist. Und ich bin wieder gelähmt. Super. Boah, ich will doch die Truhe töten und nicht das Gesicht da verändern. Boah. Danke. Ja, da ist es nur ausprobieren. Oh ne, ich merke schon. Ich melde mich gleich wieder. Sonst wird es ja hier zu langweilig. Also bis gleich.